Und da sind wir auch schon wieder zu einem neuen Video. Wir sind heute wieder mal bei einem Wogier Let's Show. Wir sind wieder auf der Wogier Welt, da wo mein V1 und mein V2 steht. Und heute sind wir beim V2. Das V1 war ja letztes Mal dran. Und ja, werden wir sehen, wie das V2 sich so schlägt in kanonentechnischen und so eben. Wenn ich noch kurz erwähnen kann zum V2, also falls ihr es geguckt habt, habe ich ja die Kanonen so erklärt und eigentlich ist ja noch wichtig bei Burgis Panzerung, aber wenn ihr mal hier seht, ja, die Panzerung ist ein Block. Hier drei Blöcke, das ist ein bisschen besser. Hier nochmal drei. Hier wieder ein und hier bei der Automatik auch nur ein. Also hier oben gar keinen eigentlich. Nee, also das ist nicht gut. Da drüben ist auch nur, also beim V2 ist auch nur einer, hauptsächlich einer. So, also kommen wir heute dann zum V2. Das sieht so aus. Ist um einiges größer hier, wenn man das so sieht, als das V1. Muss aber nichts heißen, weil man kann ja auch nach oben schießen mit Luftkanonen. Aber das V1 hat die natürlich nicht. Na klar. Also erstens mit dem Rundflug, sorry. So. Ja, beim Bau, also ich hatte davon vom V2 2, nee, das ist jetzt die dritte Version, also ich habe es zweimal überarbeitet. Einmal hatte ich eine kleinere Version, da habe ich dann noch diese Zwischenschicht, da wo jetzt gerade auch mein Cursor hin zeigt, das braune und rote da, das habe ich dann noch hingebaut. Und also hier, diese vier Kanonen habe ich dann noch mit dazwischen geklatscht, weil sozusagen das da oben war direkt über der Brücke da. Hier, da ist auch die Brücke besser als hier. Nur so als Info. So, also, so sieht es eben aus. Hat jetzt zwei Arme, hat eben da oben auch diese Ohren. Hat das ja auch, sag ich jetzt mal. Zerstörerkanonen. Und das da, was das so vertieft ist, kann ich mal hinfliegen. Hier das. Das ist der Scheinwerfer, also Augen. Wie da drüben auch. Zwei Augen sind hier auch zwei Augen, aber die kann ich eben ausfahren. Viele würden jetzt sagen, den Redstone-Lampen, ja, die gab es damals noch nicht an der Xbox. Die sind erst ein bisschen später gekommen, beim V3, habe ich hier dann schon eingebaut. Aber hier ging das noch nicht, weil die eben noch nicht da waren. So, ist es Quarz? Da muss ja, oder? Nee. Bin ich gerade dumm? Das ist kein Eisen. Eisen, what the fuck, das ist ein bisschen sehr hell. Okay, das hatte ich auch noch nie. Egal. Gehen wir mal ins V2. Also da ist der Eingang nicht in dem Fuß wie das hinten, sondern so unterirdisch. Das ist so ein Schild, Eingang geht nicht runter, der sieht jetzt nicht so schön aus. Ohne Beleuchtung mit einer Redstone-Fackel, die kaum Licht macht, aber egal. So, dann geht man eben hier hoch und hier steht auch Ausgang. Und da sind wir auch schon im ersten Kanonendeck. Hier gibt es richtige Kanonendecks, nicht wie drüben, wo alles so verteilt ist. Das sind vier. Zweier Shotguns. So, da ist dann eben hier wieder 6 Treibladung. Und ich habe ja im letzten Video auch erwähnt, dass das mit den 20 Projektieren, deswegen sind immer zwei Kanonen miteinander geschalten. Deswegen sind ja auch zweimal einmal für links und einmal für rechts dieser Balken sozusagen. Also man kann hier links und rechts abschießen, weil durch den 20 TNT Klisch eben geht das dann nicht mehr mit zum Schießen. Ja, leider ist hier durch ein Update ein Türglitch entstanden, der ein bisschen behindert aussieht. Aber ja, kann ich ja nichts machen. So, dann gehen wir mal in die zweite Etage. Die zweite Etage hat zwei Automatiks, wie auch drüben. Drüben habe ich ja die Automatiks, also habe ich ja die Ohren und alles, was da noch so hinter dran ist, nachträglich dran gebaut. Hier nur die Ohren, also die Zerstörerkanonen. Nämlich hier habe ich die Automatik schon standardmäßig drin eingebaut. Und ja, da muss man auch eben wie drüben links und rechts einzeln schießen, wegen TNT-Bug eben. Ist leider so. Die hat auch nicht so viele Schuss, wenn ich mal zählen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schuss hat die, weil hinten drunter ist ja auch noch einer. Also 6 Schuss. Und ja.
Die trifft wenigstens was. Also die trifft genau dahin, wo die zwei mittleren Kanonen sind, da drüben. Da so. Ja, beide. Ja, direkt ineinander. Bei dem ist es auch dumm, wenn man beide anschaltet, würden sich, wenn hier eine Explosion wäre, und hier drüben das gerade zündet, weil das sind ja, das da ist ja eine Glocke dahinter und da auch, würde, wenn das hier gerade zündet, hier drüben das mit wegfliegen, sozusagen. Also würde das vielleicht irgendwie hochfliegen oder so und dann hier auf oben drauf liegen und dann eben hochgehen. Das ist dann auch nicht gut. So, gehen wir in die nächste Etage. Das ist die Brücke, die auf jeden Fall mehr Technik und so beinhaltet und eine bessere Aussicht auf jeden Fall als die vom V1. Wir haben hier einmal Waffen, das ist aber nur Deko eigentlich, bis auf Pfeil und Bogen, aber das Schwert braucht eh kein Schwein. Die Rüstung ist sehr schlecht eigentlich, die wollte ich eigentlich noch ausmachen, aber sie ist halt noch drin. Hier hinten gibt es auch wieder das Betten. Trüchen. Und hier sind wir dann schon bei den ersten. Oh, hier läuft Wasser runter. Okay, jetzt sind wir bei den ersten Sachen. So, fange ich mal hier an. Das ist das Licht, von dem ich ja schon erzählt habe. Also oben hier. Ich werde mal kurz hier rauscreepen. Dürfte nichts passieren. So. Ja, Dreierpanzerung für die Brücke ist auch nicht gerade gut. So, jetzt sieht man's. Ja, da sind nämlich jetzt zwei Augen zum Vorschein gekommen. Da wurden einfach nur hier die obere Eisenreihe und die untere Ziegel, Netherziegelreihe einfach hochgestellt. Runtergezogen eben. Hier drüben hat die Brücke lächerliche zwei Panzerungen. Also besser als eins, aber eben nicht gerade gut. Ich wollte jetzt sagen, nicht schlecht, aber das wäre falsch. So, drei ist auch nicht gerade gut, aber besser als zwei, auf jeden Fall. So, gleich mal an, ist ja eh gerade dunkel. Jetzt sind wir bei Autokanone, hat man ja unten, also automatische Kanone, nicht, dass da jemand denkt, man schießt damit Autos. Das nicht, also Dachkanonen, das sind die Zerstörerkanonen, die da drüben auch sind. Sieht man ja, sind ja oben auf dem Dach. Das ist die Autokanone links, automatische. Betten, ja, hat man ja schon. TNT-Kanone unten links, da waren wir auch schon, das war eben links unten. Hier auf der anderen Seite. Hier ist eben unten rechts. Dann ist hier oben bei dem Sand auffüllen. Das ist diesmal direkt im Morgen, nicht oben drauf irgendwo. Weil die Kanonen sind ja nicht so weit oben. Ist dann hier hinten noch der oben rechts und oben links. Ist hier drüben. Also oben sind auch nochmal zwei Shotguns. Und dann geht es hier zu den Schwenkkanonen. Ja, was sind das denn? Schwenkkanonen. Jetzt könnte man es schon so ein bisschen erkennen. Also dadurch, dass hier TNT ist, würde sie ja gerade schießen. Also ins Nichts. Dadurch, dass jetzt aber hier noch TNT ist, schießt sie so ein bisschen schräg und müsste genau eigentlich den Kopf treffen. Wenn ich Glück habe, trifft sie. Wenn nicht, dann eben nicht. Ja, man sieht wieder keinen Redstone-Lampen. Bisschen schade. So, gibt's noch irgendwas, was hier jetzt eingebaut ist? Ja, hier, also ist an Förderkanone rechts und eben für links. Ja, hier drüben sieht man dieselbe Schwenkkanone. Nur eben nochmal gespiegelt, dass die eben nach links schießt und nicht nach rechts. Ganz simpel gehalten. Das muss man auch hier unterirdisch verkabeln. Das läuft jetzt nicht. Hier sieht man ja. Dort unten drunter lang geht er. Und komplett unten drunter lang sieht man vielleicht. Ja, hier unten Repeater und alles. Und da eben. Dann über die Fackel wird gepowert. Ja. Naja, das geht so. Also, das ist schon besser als so ein einfacher TNT-Shotgun. Also von der Verkabelung her, also vom Aufwand her, ist es schon mal besser. Ob es jetzt auch vom Schaden gut ist, ist es nicht zu sagen, weil, also eigentlich nicht, weil ein Projektil und eine Shotgun, wenn man eine Shotgun kennt, ja, eine Shotgun ist eigentlich so ein Streumodus, aber am Xbox eben nicht so, also ach, Xbox, ja, Wurgi ist eben nicht so kanonenmäßig an Minecraft, das sind einfach nur die Standardkanonen eigentlich. Also zwei Projektile heißt es nur. Also mindestens zwei Projektile. Eine Shotgun mit einem Projektil, wie jetzt da drüben oder unten die Automatik, das gibt's nicht. Das ist dann einfach nur Kanonen. Aber also eine normale, also die jeder kennt eigentlich, die standardmäßige ist einfach nur ganz normale Kanone, die heißt nicht Shotgun oder sonst auch nichts. Ja, das ist jetzt das dritte Deck. Also unten war ja das erste Deck, dann die Automatik, das zweite Deck, die Brücke als Brücke eben und hier das dritte Deck, Kanonendeck. Und das sind jetzt auch wieder Zweier. Ja, genau, auch wieder Zweier. Shotguns, ja, zwei Projektile. Und auch wenn die
so sind, ist es auch keine Shotgun. Also sie müssen nebeneinander sein. Sonst ist es keine Shotgun. Und ja. Die hat diesmal auch 10 hier. Treibladung. Was aber auch dumm ist, weil wenn sogar wenn ich 2 schieße, kann man jetzt hier ausrechnen. 10 und 2 ergibt 12 und 12 plus 10 und 2 ergibt 24 wie drüben. Und weil die hier natürlich am spätesten gezündet werden, sieht das dann so aus, wenn das Ding schießt. Also nutzlos eigentlich, weil ups, man könnte jetzt natürlich einfach so machen. Ja. Kann ja machen. Also jetzt drüben eben das gleiche, Nummer 2, auch wieder einzeln schaltbar hier eben mit links und rechts. Hier ein bisschen anders aber geschaltet als drüben. Ja. Keine Ahnung warum, aber. Ja, das ist auch von unten. Kann ich euch mal zeigen, guckt. Das ist eben von unten, deswegen. Ja, hier gibt es kein mittleres raus. Mausrad, ich muss mir alles selber holen. So, und ja, hier war. Das habe ich auch später gebaut eben. Diese kleine Etage hier. Die 5 Blöcke hoch ist und die anderen irgendwie nicht. Nee. Doch 5. So, und dann geht's eben noch zu den Dachkanonen. Da gehen wir dann hier außen eben hinter sozusagen den Scheinwerfern lang. Und sind dann hier eben bei den zwei Zerstörerkanonen. Ja. Nicht gerade gut. Ein Zaun wäre vielleicht schön. Netherzaun. Muss ich gucken, ob ich den vielleicht drin baue. Muss ich gucken. So, also man kommt dann nämlich hoch und kann dann auch schießen. Und ja, wegen dieser großen Projektilanzahl eben und so ist hier. Ups, da hat sich wieder was geöffnet am Laptop. Eine Internetseite. So. Okay, gut. Ja, durch diese große Projektilzahl ist eben, wenn man es von unten zündet, geht es hier diesen Block dran, zündet diese hier direkt. Und dann läuft es eben hier diese komplette Warteschleife sozusagen ab. Ich habe meine eigene Schaltung hier nicht. Okay. Ja, das geht auf jeden Fall hier rüber und zündet die. Aber was ist hier? Dieser Block powert alles, genau. Aber der powert doch dann diese Kanone. Und geht dann hier das Signal weg. Zeigt sich dann auf in beide Richtungen und powert nochmal diesen Block. Das Signal nochmal kommt. Nochmal. Hä, das läuft doch dann unendlich lang. Hä, das ist doch sinnlos. Ah, nee, die Mitte muss bleiben, oder? Nee, stimmt, ich kann die Mitte wegmachen. Und kann jetzt kurz. Ja, ich. Ist schon älter, wo ich das gebaut habe, also schon mindestens 3-4 Monate her. Da muss ich natürlich jetzt hier alle umdrehen. Das gehört eigentlich nicht zu einem Let's Show. Aber 5 Schuss jetzt muss ich eben machen, weil sonst klappt es eben nicht. Richtig. So, jetzt muss ich gehen. Jo. Da kommt da jetzt einfach mal ein Eisenblock drauf, als YOLO-mäßiges. So, dann zündet eben zuerst die, dann die, das ist genau dieselbe wie drüben. Hinten 12, nicht, da drüben sind 10, okay, hinten sind 12. Und 7, genau, wieder 14. Also 12 und 14 sind diesmal 26, das heißt, wir gehen diesmal 6 Projektile weg. Also, hier, eben. Ist da? Okay, gut, dann mache ich das mal jetzt wieder. So. Ja. Das war's zu dem. Jetzt kann ich nochmal kurz hier hinterfliegen, wenn ich das mal kaputt machen dürfte hier. Und zwar sieht das dahinter so aus. Also eben oben, Pistons, unten, Pistons. Hier kommt eben das Signal von unten, dass eben die Scheinwerfer angehen sollen. Geht eben hier rüber. Also geht erstmal nach vorne, macht, zieht die runter. Läuft dann hier rüber, geht eben hier hoch und zieht dann die eben rum. Genau. Hier ist noch eine kleine Verkabelung, das hat mit oben nehmen was zu tun, wenn man da drüben sieht man ja, da steht die Fackel nämlich drüber. Genau. Von da, genau. Wo haben wir den Block? Da. Gut. So.
haben wir es auch wieder. Hinten ist jetzt natürlich viel besser designt. Das sieht meistens aber auch nur zum Beispiel jetzt hier. Hier ist zum Beispiel die Leiter dahinter. Hinter dem rechten. Links ist einfach nur zur Symmetrie. Oben ist natürlich auch dann die Leiter nach oben. Da ist eine Verkabelung. Hier, genau. Kann ich mal zeigen. Hier ist nämlich. So. Hier ist nämlich die Glock für die Automatik drin. Und sobald ich den Hebel umlege, nämlich. Mal hier guckt. Also hier hinten. Hier ist der Hebel. Von oben kann man den da aktivieren. Na, und dann geht eben hier lang. Läuft hier rüber. Geht hier ran. Geht an diesen Block. Also an den Pisten. Der Pisten schiebt den Block. Und immer wenn diese Glock hier eben rum ist, sieht man auch, die ist viel kürzer als die andere. Ja. Also eigentlich reichen 6 Repeater, also nur die halbe Bahn, aber egal. So, dann schiebt eben rein. Dann geht's hier weiter, zündet eben wieder. Da die ganzen Repeater, also nicht zündet, aber die Repeater schieben. Ach, Repeater, Power die Repeater. Entschuldigung, was machen Versprechen hier? Nee. Also es powert die Repeater, genau. Die Repeater powern den Pisten, der Pisten schiebt nach vorne und dann wird das TNT gezündet. Genau, jetzt haben wir's. Boah, ey, was war das eben? Okay, gut. Ja, hier sind so kleine Hohlräume. Ja. So, würde ich sagen, das V1 sieht ja noch ganz gut aus. Und dann schieße ich mal mit dem V2, gehe ich mal oben rein. Ich fange mal von unten an und gehe nach oben. Kann ich ja alles von der Brücke aus steuern, muss ich mich mal fortbewegen. Kann ich ja hier alles durchs Fenster beobachten. Fangen wir mal hier rechts an. Mal schauen. So, jetzt habe ich schon gehört. Hier hat sich nämlich was zerlegt. Genau. Fragt mich nicht, warum sich jetzt was zerlegt hat, aber es hat sich was zerlegt. Also. Keine Ahnung. So, dann gucke ich mal, ob ich die drüben, die wir noch reparieren kann. Oben noch ganz. Ja. Unten war es nur das eine, oder? War nur das eine. Okay, schießen wir die mal von unten ab. Das muss man, kann ich auch mal zeigen, dass es auch von unten geht, logischerweise. Oh, das haben wir jetzt alle geschossen und boom. Und jetzt schießen auch schon hier, nee. Okay. Also haben kurz geschossen. Ach, wahrscheinlich ist, ja, die Schaltung ist Schrott. Ja, die Schaltung ist Schrott. Gut. Auf jeden Fall, der Hochgang ist noch ganz, aber mit dem nächsten Schuss werde ich Schrott. Deswegen. Ist ja eh die Regel, dass man nicht nochmal rein darf, wenn man raus ist. So, dann Licht. Jetzt haben wir Tag, kann ich wieder ausmachen. Braucht keiner. So, hat man die beiden. Kommt jetzt hier Automatik rechts. Ich mal aus. Ja, der erste Schuss ist immer so fail. Der zweite müsste dann irgendwie besser kommen. Ja, genau, der kommt jetzt besser. Bam. Dann Boom. Und eigentlich fast direkt nacheinander, aber ist eben zu hoch, das Delay. Aber es geht. Außerdem sind ja auch Slabs verbaut und keine Baustellen. Beim V3 müssen es auch noch Slabs sein. Aber das werdet ihr jetzt sehen. Ja, also ich schieße jetzt, müsste jetzt fertig sein, genau. Jetzt sieht man hier Sand, fertig. So, nächste. Jetzt stellen wir die mal aus, nicht dass es noch laggt. Durch die ganzen Pistons. So, oh. Jetzt die. Und Feuer. Oh, der kommt direkt gut. Das war ein schöner Treffer. Da kommt der nächste. Und der kommt genauso gut. Also die ist auf jeden Fall irgendwie besser. Ah, der kommt irgendwie alle so richtig gut, die Schüsse. Hier sieht man auch, das frisst sich schon richtig schön rein. Aber der war jetzt schlecht. Okay. Kann man mal verzeihen bei dieser Kanone. Ja, der war auch schlecht. Und der kommt. Ja, der kommt wieder schlecht. Okay. So, die ist jetzt auch fertig. Ja, die haben eben nicht so viel Schuss. Leider. Jetzt kommen die oberen, die natürlich nicht funktionieren. Da muss ich kurz hochgehen. Damit die funktionieren, muss ich ja diese zwei TNT hinten wegschlagen. Bei allen Vieren. Hab ich ja eben schon erklärt. Also, das. Das. Ich würde euch ja den Download-Link von der Map geben, aber Xbox wählt gleich keinen Download-Link. Sorry. Ist halt so.
Weil man kann ja die Welten auf dem PC nicht sehen und so, die werden eben nicht angezeigt. Und so, deswegen kann ich auch kein Download-Link zeigen. So, dann machen wir oben rechts und Feuer. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße. Egal, hat sich nicht zerlegt, wenn ich das richtig sehe. Jo, das ist noch ganz. Machen wir wieder mal oben. Von oben schießen. Da. Und das zündet und es schießt. Und das lädt sich hoch. Ja. Okay, also der Boden ist auch sehr mitgenommen. Und die Kisten, die hier standen, sind auch Schrott. Ja, sieht man ja. So. Also als ob jemand gestorben wäre. Sieht das ja aus hier. Das ist einfach weg, das sind Zerkulung. So, was fehlt denn jetzt noch? Ach ja, die Schwenkkanonen und die Dachkanonen. Schwenkkanonen sind jetzt leider ein bisschen zu spät dran. Ja, das ist auch schlecht. Ist mir dann auch erst im Nachhinein aufgefallen, dass wenn man dann hier so kommt und dann. Ah! Ja, man kommt nicht mehr raus. Na doch, man kann sich hier da zu der Tür creepen. Durch den Sand. Aber, naja. Man kann ja auch aufpassen und springen. Das geht ja auch, okay. Die kann man nicht von der Brücke aus steuern, weil das bringt's nicht. Diese 10 Meter hier von da drüben bis hier rein kann man auch mal laufen. So, dann zünden wir das mal und gucken mal, wo das hinfliegt, TNT. Ja, sehr tief, aber hat was getroffen. Aber wenn es nur ganz wenig war. Okay. So, dann. Hier. Der kam gut. Und der hat die Kanone hinten ausgelöst. Der hat die Kanone ausgelöst. Ja, genau. Der hat die Kanone ausgelöst. Und dann zerlegt sich das Burg hier. Ja. Und komplett sogar, die Automatik ist auch mit dran. Okay, also das kann auch ein TNT auslösen. Also ein TNT ist auch nicht schlecht, wegen einer Kanone, die gerade voll ist. Obwohl, okay, die hat die auch mit hochgekriegt, aber die geht noch. Die müssen noch, ich kann ja mal gucken. Ich glaube aber nicht, dass. Okay, hier liegt noch TNT. Oh. Hä, wo bin ich jetzt? Achso, hier. Ja, das war eigentlich die Glock für da hinten. Das hatte ich ja schon letztes Mal erklärt. Dass ich da mal. Zwei Treppen, okay. Ne, geht auch nicht mehr. Aber man könnte es vielleicht noch reparieren. Vielleicht. Vielleicht aber nicht. Der Chefsessel. Der Chefsessel ist weggesprengt worden, leider. Und. Ja, dann die andere hatte ich ja schon. Die Dachkanonen, genau. Jetzt kann ich ja mal kurz unten gucken. Da creep ich aber mal hinten durch. Wo das geht. Hier ist die Brücke, okay. Da creep ich mich jetzt mal hier rein. So, mal hier, weil ich will ja mal gucken, wie es oben mit der Schattung aussieht, wenn es so durchläuft jetzt. So, Dach kennen. Okay, die schießt. Boom. Das läuft noch durch. Und die schießt. Okay, gut. Habe ich doch richtig gebaut. Ja, die schießen sehr weit, weil die ja auch mehr hinten haben. Und ja, wir machen hauptsächlich eigentlich nur den Rücken und hinten kaputt. Also hier das Grüne. Und vielleicht lösen sie auch die aus, wenn die noch stehen würden. Aber tut sie ja nicht. So, also das war's. Oh, das war's zum V2. V3 kommt auch noch. Und V4, V5, V6 und V7. V8 baue ich ja noch im Moment. Werden dann auch noch vorgestellt. Ich frage mich, warum ich gerade so ein extrem komisches Licht fällt. Okay. Bisschen überhellt. Aber egal. So geht's. Aber von oben drauf irgendwie nicht. Okay. Ja, da hinten, das geht euch nichts an. Das ist ein Augenkrebstunnel von einem Freund. Der ist hier mal gejoint, wo ich noch gebaut habe am V2. Der hat es dann gebaut. Ja. Ganz simpel. So, sehen wir uns beim nächsten Video und ich würde sagen, das.